Es ist Sonntag, der 10. Januar 2016. Herzlich willkommen, liebe Gäste und liebe Fußballer, hier zum 13. Fleischhauer-Pokal für 10 Millionen in Dessau-Ortsau. Bevor es richtig losgeht mit der Vorstellung der Mannschaft, habe ich noch eine ganz, ganz ehrenvolle Aufgabe. Nämlich geht es hier an den Mannschaftsleiter Matthias Melle von Borea Dresden. Der trotz seines heutigen Geburtstags hierher gereist ist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und einen dankbaren Applaus für Matthias Melle. Und dann geht's auch schon los. Wir begrüßen die Mannschaft. Herzlichen Dank für die Anreise hier. Die SC Borea Dresden. Einmal kurz rücken für die Zuschauer. Genauso wird das für den FSV Zwickau. Herzlich willkommen dem SV Babelsberg 03. Mit dabei in diesem Jahr der FSV Berolina Schiffernlaufer Mannschaft 1. Herzlich willkommen. Danke für die Anweise und für die Teilnahme am Turnier für den 1. FC Lokomotive Leipzig. Herzlich willkommen, FSV Wacker Nordhausen. Auch mit dabei in diesem Jahr der SV Schweiz. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Teilnahme. Das war ja Berlin. Und nicht zu vergessen, der Gastgeber, der SV Dessau 05. Nun, meine Damen und Herren, Zieter, wir beginnen unser Turnier mit einem Sport. Ich hoffe, dass die Spiele nachher interessanter und einfacher werden. Und wir beginnen mit der Begegnung SV Dessau 05 gegen die FSV Zwickau. Viel Spaß, gute Unterhaltung, viele Spiele zum Fleischhauer-Cup 2016.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Für diese Begegnung sind wir der Veranstaltung von Hamburg und Kaschmania Berlin.
Cool. Thank you.
Sie noch ungereicht. Yeah.
Thank you.
Schiffen von den Abflug, der Rückarbeitung der Buche. 3, 2, 2, zusammen, 2, 3, 1, große Finale ein. Ich stand, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Come on.
Herzlichen Dank für die Teilnahme.
an unserem Turnier für die schönen Spiele. Und für den 10. Platz gibt es einen Pokal an Berolina Schmalau. Thank you.
An alle Fleißigen, heute Morgen, guten Abend, über den Gewissen, für den Ablauf und natürlich bei den vier Schiedsrichter, das ist der Name Max. Und liebe Freunde, bevor wir zu den Medaillenrängen kommen, hatte ich schon angekündigt, gibt es heute wieder noch eine Auszeichnung für die Spieler, die am besten, am meisten aufgefallen sind, die großen Talente im All-Star-Team 2016. Und da bin ich noch vor, für das Tor, die Nummer 1, Lukas Böhm von Lund.
Und ich habe